Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Allseits darf euch alle recht herzlich, darf ich noch du sagen, darf ich euch sagen? Ist das in Ordnung? Ja, also, wunderschönen guten Morgen euch allen. Also für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Richard Arnold, ich bin der Oberbürgermeister von Schwäbisch Gmünd und ich finde es eine ganz tolle Sache, dass wir uns heute hier treffen zu einem wichtigen Thema am Europatag, der ja auch nicht nur ein Europatag ist, sondern ihr habt es in den Nachrichten mitverfolgen können, dass da auf der Welt, insbesondere in Russland, natürlich noch mehr stattfindet. Ich freue mich ganz besonders, dass wir heute einen wirklich wichtigen Gast hier haben. Er ist Bürger von Schwäbisch Gmünd. Und ehemaliger Schüler des Parler-Gymnasiums. Ja, aber um die Balance zu wahren, dafür bin ich der ehemalige Schüler des Scheffold-Gymnasiums, der aber 2 Jahre am Parler verbracht hat. Zu früh Buh geschrien. Ja, also nicht nur ein Bürger der Stadt Schwäbisch Gmünd, sondern natürlich auch ein Kenner der Materie um die europäische Einigung und um Russland, insbesondere weil er zum Schluss seiner Karriere mehrere Jahre der deutsche Botschafter in Moskau war. Und Herr von Fritsch ist ein sehr gefragter Mann im Moment. Dass wir ihn hier haben, das hängt wahrscheinlich, Herr von Fritsch, damit zusammen, dass Sie sich dem Parler-Gymnasium oder überhaupt Schwäbisch Gmünd sehr verbunden fühlen, denn Sie könnten jetzt überall auf der Welt sitzen, denn Sie werden von überall her angefragt. Deshalb umso schöner, umso toller und umso beeindruckender, dass Sie heute hier sind. Das ist nochmal ein Applaus wert, Herr von Fritsch. Heute die Veranstaltung zum Europatag, als wir die geplant haben, haben wir natürlich mitnichten daran gedacht, dass sich Europa dann in einem Krieg befinden wird. Wir haben das schon vor einem Jahr gemacht. Wir haben gemeinsam mit der Volkshochschule und der Europa-Union Frau Oesterle, die jetzt heute, glaube ich, nicht da ist. Frau Oesterle kommt demnächst nieder oder hat ihr Kind schon bekommen. Ja? Also das ist schön. Ein weiterer Europäer oder Europäerin. Dann vom Europoint Ostalb, Frau Hahn, die neue Wirtschaftsförderin, die mit dem Europoint hier ist, aber natürlich dann auch ihr als die Schülerinnen und Schüler der, jetzt sagen wir es mal, also Parler-Gymnasium ist hier, Adelbert Stifter Realschule ist hier und die Friedensschule sind hier, ihr alle drei. Ja, heute das Thema Europatag, der 9. Mai. Herr von Fritsch, was ist der 9. Mai für Sie? Zunächst einmal, lieber Oberbürgermeister, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Das ist für mich ganz selbstverständlich zu versuchen, heute hier zu sein. Das hat damit zu tun, dass ich Bürger der Stadt bin, ehemaliger Schüler des Parler-Gymnasiums, aber auch, dass Sie besser organisiert sind als viele andere. Heute früh hatte ich ein Interview mit NTV und kurz darauf rief das ZDF Mittagsmagazin an, ob ich nicht heute Mittag Zeit hätte aufzutreten. Ich habe gesagt, ihr seid gut. Wir wissen seit Jahren, dass heute der 9. Mai ist. Das passt jetzt leider nicht mehr rein. Nochmal, es ist eine Freude. Jetzt ist es mir ganz wichtig auch und ich freue mich, dass ihr alle da seid, um mit uns über diesen Europatag nachzudenken und dass auch, das darf ich sagen, der Herr Abgeordnete hergekommen ist. Das finde ich sehr schön als Zeichen der Verbundenheit der Demokratie in Deutschland mit Europa. Was bedeutet der 9. Mai für mich? Das ist in der Tat für mich ein zweifacher Tag. Es ist für mich immer der Europatag gewesen und ich bin seit jungen Jahren ein begeisterter Europäer gewesen und ich habe über die Jahre meiner Berufstätigkeit, 35 Jahre im Auswärtigen Amt, immer stärker gemerkt, welche wirkliche Bedeutung Europa hat. Und darüber können wir auch noch sprechen. Und über die Jahre ist der 9. Mai mir dann hat er für mich eine zweite Bedeutung gewonnen. Ihr alle wisst, dass gestern am 8. Mai wir in Deutschland den Tag des Endes des Zweiten Weltkriegs begangen haben. Der Bundeskanzler hat eine, wie ich finde, wichtige Ansprache gehalten. In den Ländern der ehemaligen Sowjetunion, die ja mit daran beteiligt waren, Deutschland zu befreien damals, wird aber der 9. Mai als Tag des Kriegsendes gefeiert. Das hat damit zu tun, dass die Kapitulation in Berlin ganz kurz vor Mitternacht unterschrieben wurde und da war in jenen Ländern bereits der nächste Tag angebrochen. Deswegen ist der 9. Mai der Tag des Sieges, wie er heißt,
eben auch in Russland. Und in 5 Jahren, die ich in Moskau gewesen bin, habe ich an dem Tag immer an jener Parade teilgenommen, die wir heute wieder, werden, man kann nur sagen, erleben müssen in Moskau, den Ansprachen des russischen Präsidenten. Das ist der Europatag, es ist ein Tag der Befreiung und heute ist es ein Tag des Friedensbruches, weil wir diesen schrecklichen Krieg erleben, weil jemand die Idee des 9. Mai, des Beginns des Friedens, komplett umgedreht hat. Das ist ein wichtiger Punkt, weil Europa bisher und da insbesondere der 9. Mai eigentlich immer stand für, wir feiern die europäische Einigung. Wir haben unsere Lehren gezogen aus dem Zweiten Weltkrieg. Und Europa bedeutet Frieden, Europa bedeutet Sicherheit, Europa bedeutet Stabilität. Und auf einmal ist das wichtiger denn je und, so wie Sie gesagt haben, die Regeln wurden gebrochen. Hat Europa versagt, dass es so weit gekommen ist? Wir müssen uns im Rückblick natürlich immer kritische Fragen stellen. Und ich will mal zunächst versuchen auch zu sagen, warum Europa mir so wichtig ist. Wir alle wissen, das ist toll, wir können jetzt ohne Ausweis reisen, wir können überall mit Euro bezahlen, das hat viele Vorteile. Wir können inzwischen sogar ohne Roaming im Ausland Internet benutzen. Warum ist Europa so besonders wichtig? Ich habe mal Geschichte studiert und ich betrachte das sehr historisch. Die Länder Europas haben über Jahrhunderte, wie wir wissen, immer wieder gegeneinander Krieg geführt. Sie haben Bündnisse geschmiedet, zu zweit, zu dritt, und haben sich umgedreht, mit jemand anderem noch ein Bündnis geschmiedet. Und wie ist das geendet? In furchtbaren Kriegen gegeneinander. Nach 1945 haben kluge Frauen und Männer sich hingesetzt und sich gesagt, das ist ja eigentlich eine falsche Annahme zu glauben, wir seien immer alle nur Freunde. Wir versprechen uns den Frieden, dann brechen wir ihn und führen Krieg. Jeder hat ja doch eigentlich nur sein eigenes Interesse im Kopf. Das ist ja zunächst auch mal nicht falsch. Also lass uns die Idee, dass wir Bündnisse schmieden und uns gegeneinander stellen, umdrehen. Lass uns zugeben, dass jeder sein eigenes Interesse verfolgt. Und lass uns versuchen, in Europa eines zu tun. Und die Idee finde ich genial. Lass uns versuchen, die Interessen aller miteinander zu verbinden. Dass jeder einen Vorteil daraus hat, weil wir Handelsschranken senken, den Austausch einfacher machen und so weiter. Und wenn wir diese Interessen so miteinander verbinden und so eng, wie wir das getan haben, würde jeder, der versucht, diese Idee zu verletzen, sich wieder gegen den anderen stellen, nur seinen eigenen Interessen schaden. Das ist eine absolut geniale Idee. Interessen so versuchen, miteinander zu verbinden, dass jeder einen Vorteil hat, jeder seine Interessen verfolgen kann, aber jeder, der versucht, dagegen zu verstoßen, sich selber schadet. Eine ganz tolle Idee und sie funktioniert seit 70 Jahren bald. Das ist ganz großartig. Und diese Idee war richtig auch in der internationalen Politik. Lasst uns versuchen, unsere Interessen so zu verbinden, dass die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand gegen den anderen ausgreift, dass jemand aggressiv ist, versucht dem anderen zu schaden, so gering wie möglich ist. Das nennt man in der Politik Sicherheit dadurch herzustellen, dass man Interessen miteinander verpflichtet. Das haben wir auch im Verhältnis zu Russland getan. Was wir haben erleben müssen am 24. Februar dieses Jahres, ist, dass einer, Wladimir Putin, um das Bild zu benutzen, das Schachbrett umgeworfen hat. Nicht? Die Regeln des Schachs waren, lass uns versuchen, im Gespräch, im Dialog, mit den Mitteln der Diplomatie, Konflikte auszuräumen und nicht in der Konfrontation. Und mitten im Frieden wirft er das Schachbrett um und sagt, nein, ich wähle die Konfrontation. Und um auf Ihre Frage zurückzukommen damit, Europa hat damit nicht versagt, weil der Versuch ist richtig, zu versuchen, friedlich miteinander im Gespräch Konflikte zu lösen. Aber wenn einer nicht will, dann sind wir in einer Situation der Konfrontation, dort sind wir heute. Bevor wir zu Russland kommen und zu Putins Motiven, würde ich schon noch mal gerne auf die europäische Einigung, auf die Europäische Union zu sprechen kommen, vor allem in den letzten 10 Jahren. Sie haben ausgeführt, ja, das hat funktioniert. Es hat Folgendes funktioniert, dass man Sektor für Sektor auf die europäische Ebene gehoben hat und dass man Regeln definiert hat, gemeinsam, nach denen man sich richten will, um dann Frieden zu wahren, aber natürlich um auch mehr Wohlstand zu generieren. Ja, das hat funktioniert, aber es gab dann in den letzten 10 Jahren schon Risse und Brüche.
Also ich will erinnern an den wachsenden Nationalismus, also dass auf einmal Nationalstaaten, zum Beispiel Ungarn oder zum Beispiel Polen oder auch Großbritannien, sich stärker das Nationale betont haben und in den Vordergrund gespielt haben. Großbritannien sogar so weit ging, dass es die Europäische Union verlassen hat. Und als dann die erste Aggression kam von Russland 2014, die Annexion der Krim, das war ja eine klare Völkerrechtsverletzung, die Europäische Union wahrgenommen wurde als gespalten und als schwach. In den letzten 10 Jahren, was ist nicht so gelaufen, dass wir es mit einem starken Europa zu tun haben, einem Europa, das dann diejenigen, die den Nationalismus in den Vordergrund gespielt haben und die dem Europa eigentlich schaden wollten, auf einmal die Oberhand gewonnen haben? Europa ist eine furchtbar komplizierte Konstruktion. Und das macht es manchmal auch so frustrierend, Europa zu verstehen, und man spricht oft über die Gegensätze und die Widersprüche, und das ist richtig. Europa ist der Versuch, im Kompromiss von 27 Staaten zu einheitlichen Positionen zu kommen. Und wie Sie richtig gesagt haben, sind wir in ganz vielen Bereichen sehr gut vorangekommen. Wir haben uns immer stärker verbunden, und dann erleben wir zweierlei. Erstens, dass ein Land, Großbritannien, mit den Regeln eigentlich nicht mehr einverstanden ist und hier und da unzufrieden. Und das Interessante ist, dass man in der Konstruktion nicht einfach die Regeln ändern kann, sondern wenn man so fundamental dagegen ist, gibt es nur eine Möglichkeit, Europa zu verlassen. Das haben die Briten gewählt. In anderen Ländern, Polen, Ungarn, kommt ein Nationalismus in den Vordergrund. Wir können vielleicht auch nochmal darüber sprechen, warum dem so ist. Das ist ganz interessant, denke ich. Und das macht Europa schwierig, es macht es schwierig, gemeinschaftlich zu handeln. 2 Punkte. Zum einen bleibt meine Hoffnung, dass solange die demokratischen Strukturen und Möglichkeiten erhalten bleiben, auch in diesen Ländern wieder eine Änderung möglich ist. Wenn jemand die Demokratie fundamental ändert, wenn er Pressefreiheit unterdrückt, nicht, dass man sich auch nicht mehr frei äußern kann, ganz die Macht an sich zieht, dann wird es schwierig, in demokratischen Wahlen zu einer Änderung zu kommen. Aber in beiden Ländern ist das letztlich noch möglich, auch wenn die Ungarn sich gerade anders entschieden haben. Aber interessanterweise, ein anderes Land oft übersehen, Slowenien, hat gerade vor 14 Tagen, glaube ich, in einer Parlamentswahl beschlossen, einen ziemlich autoritären Führer, der sich sehr antieuropäisch aufgestellt hat, abzuwählen und eine proeuropäische Mehrheit ins Parlament zu schaffen. Das ist möglich, es bleibt möglich. Das ist das eine, dass es so schwierig bleibt, dass wir immer Rücksicht nehmen müssen auf alle und Befindlichkeiten. Das andere ist aber, dass es uns in der Situation, wo Europa mit dieser Aggression schon 2014 konfrontiert war, doch gelungen ist, zu einer einheitlichen Position zu kommen. Wir haben damals auf die Aggression Russlands, die Annexion der Krim und dieser schreckliche Krieg, der ja bereits damals im Südosten, im Donbass entfesselt wurde, geschlossen und entschlossen reagiert. Natürlich ist so eine Reaktion dann immer wieder der Kompromiss, wozu sind 27 bereit? Und ich selber habe das in Moskau erlebt, dass es jene gab, die Vertreter der ostmitteleuropäischen Staaten, die gesagt haben, die Russen sind gefährlich, ihr müsst da noch viel mehr draufschlagen. Und dass es jene gab, und ich will jetzt keine Ländernamen nennen, die gesagt haben, wo bitte liegt denn die Ukraine, ich will mit Russland Handel machen. Lass uns mal nicht zu streng sein. Dazwischen einen einheitlichen Kurs zu finden, war schwierig, es ist aber gelungen. Wir haben damals versucht, zweierlei zu tun 2014. Nämlich zum einen geschlossen und entschlossen zu reagieren, zum anderen Russland aber zu signalisieren, dass wir weiter festhalten wollen an diesem Versuch, im Gespräch den bestehenden Konflikt auf friedlichem Wege zu lösen. Und Russland hat sich ein Stück weit darauf auch noch eingelassen. Wir haben 2015 dann einen Lösungsweg für den Ukraine-Konflikt gefunden auf diplomatischem Wege. Und daran haben wir beharrlich festgehalten. Und diese doppelte Reaktion ist wichtig. Entschlossen, geschlossen zu handeln und zum anderen dialogbereit zu sein. Und drittens, was Deutschland besonders gemacht hat, zu versuchen gleichzeitig auch mit einem Land wie Russland all die guten Brücken zu erhalten, die wir über die Jahre aufgebaut haben. Internationale Politik ist ja nicht nur Treffen von Staatschefs und Außenministern, das ist das Handeln der vielen. Das ist der Versuch, die Kulturbeziehungen aufrechtzuerhalten, Wissenschaft zu fördern, den Austausch zu fördern, Handel zu fördern
und das Gespräch der Zivilgesellschaft, Städtepartnerschaft und alles mehr. Internationale Politik ist ein großes Mosaik, wo jeder einen kleinen Stein ansetzen kann. Herr Botschafter, und genau dafür wird genau nicht dafür Deutschland jetzt kritisiert, weil sie versucht haben, diese Brücken aufrechtzuerhalten, auch nach 2014, nach der Annexion der Krim. Auf der einen Seite Wirtschaftssanktionen erlassen wurden, aber trotzdem versucht wurde, nach dem Motto Wandel durch Handel, also die Handelsbeziehungen aufrechtzuerhalten, um Russland, um den Einfluss zu wahren und Russland einzudämmen. Dafür werden wir jetzt ja eigentlich auch kritisiert und niemand im Nachhinein versteht dann noch, warum wurde dann das Projekt mit dieser Gaspipeline, wir haben ja mehrere, eine heißt Nord Stream 1, dann gibt es nochmal eine und dann gibt es noch eine, die heißt Nord Stream 2. Und obwohl Deutschland ja als ganz wichtiger Motor der europäischen Integration gesagt hat, das war völlig falsch, was Putin da macht mit der Annexion der Krim, hat man trotzdem dieses Projekt vorangetrieben und steht das nicht in einem Widerspruch. Und der tritt jetzt natürlich, wo der Konflikt offen ausgebrochen ist, so richtig zutage. Und gerade die SPD, die leidet da besonders drunter, weil sie das ja auch gemeinsam mit Frau Merkel befördert hat. Herr Botschafter. Das ist in der Tat eine wichtige Frage, die beschäftigt uns. Zunächst mal eines vorab. Ich will mal Mark Twain, den amerikanischen Schriftsteller, zitieren. Der hat über die Musik von Richard Wagner mal gesagt, sie ist besser, als sie klingt. Den Satz kann man ein bisschen auf die deutsche Politik anwenden. Sie ist besser, als sie sich verkauft. Wir sind manchmal nicht sehr gut darin, uns zu erklären und deutliche Signale zu senden und zu sagen, was wir eigentlich gemacht haben, um nur ein Beispiel zu nennen. Kein Land weltweit hat seit 2014 die Ukraine mehr unterstützt als Deutschland. Auf ganz vielen Wegen, mit Geld, Beratung, allen möglichen. Und um auf Ihre Frage einzugehen, dieser Ansatz zu versuchen, auch mit Russland in dem doppelten Weg, entschlossene Reaktion und Aufrechterhaltung von Verbindungen voranzukommen, war richtig, solange Russland diese Regeln akzeptiert. Die Frage, die Sie richtigerweise stellen, ist, wie weit sollte man dabei gehen, wie abhängig macht man sich möglicherweise. Dabei sind wir bei Nord Stream 2. Das Problem ist nicht wirklich, dass wir uns abhängig gemacht haben von Russland. Das Problem ist, dass wir so abhängig sind vom Gas. Und warum sind wir so abhängig vom Gas? Weil wir die Energiewende beschlossen haben, die ich persönlich für völlig richtig halte. Was heißt Energiewende? Wir versuchen über erneuerbare Energien unsere Energieversorgung sicherzustellen. Das dauert seinen Weg. Und unterwegs haben wir noch zwei Entscheidungen getroffen. Wir wollen frühzeitig aus der Versorgung mit Kohle aussteigen und wir wollen außerdem unsere Kernkraftwerke sehr schnell abschalten. Was hat das bedeutet? Wir brauchen für eine Zwischenzeit irgendetwas, was dennoch unsere Energie sicherstellt. Und was ist das? Die sauberste fossile Brennstoff ist Gas. Also brauchen wir riesige Mengen an Gas für eine Zeit lang, bis wir bei der Versorgung mit erneuerbaren Energien angekommen sind. Und dann kommt die Frage, von wem können wir denn Gas kaufen? Von Liechtenstein? Von Luxemburg? Von der Schweiz? Nein. Norwegen hat noch Gas in Europa, das reicht aber längst nicht. Und wer produziert sonst Gas? China, Iran, Katar, Russland. Tolle Auswahl, ne? Wenn wir überlegen, von wem wollen wir es vielleicht nicht kaufen. Und dann, die USA und Kanada produzieren auch Gas. Wie machen die das? Mit der sogenannten Fracking-Methode, die hoch umweltschädlich ist. Wir haben entschlossen, im Ergebnis der Energiewende, also von denen wollen wir es vielleicht nicht kaufen. Und Katar ist auch nicht so gut, China ist nicht so gut, Iran ist ganz böse. Was ist nah und liefert immer zuverlässig? Russland. Also haben wir von Russland gekauft. Mit anderen Worten, wenn wir heute sagen, dass wir Abhängigkeit geschaffen haben, so ist das eine, der wir eigentlich alle, jeder, der dieser Energiewende zugestimmt hat, selbst verursacht haben. Man kann im Rückblick natürlich sagen, wäre besser gewesen, wir hätten schmutziges Gas aus Amerika gekauft oder mehr von Katar, was wir jetzt versuchen. Das ist richtig. Aber zunächst einmal war der Versuch, mit Russland diese Verflechtung herzustellen, richtig, solange Russland die Spielregeln akzeptiert hat. Aber dann hat man völlig unterschätzt, insbesondere Deutschland, die da eine Führungsrolle haben in diesen Fragen in der Europäischen Union, dass Putin eines Tages das Schachbrett umwerfen wird, wie Sie gesagt haben. Das hat man dann unterschätzt. Ist der verrückt geworden? Spinnt der?
Ist Putin Gaga? Mhm. Ja, Sie stellen eine sehr richtige Frage. Das beschäftigt uns alle. Als Russland seine militärische Bedrohung gegen die Ukraine aufgebaut hat, seit vergangenem Spätherbst, bin ich auch oft gefragt worden, plant er einen Angriff auf die Ukraine? Und ich habe das gesagt, was praktisch alle Beobachter, Analysten gesagt haben und interessanterweise auch in Russland. Was haben die Analysten in Russland gesagt? Das gleiche wie wir, wie ich in Interviews auch. Lass uns das nicht ausschließen. Aber wenn er das tun würde, würde er massiv seine eigenen Interessen beschädigen, wie er das im Moment tut. Er schädigt seine Wirtschaft, er isoliert sein Land, er bringt den Westen stärker zusammen denn je, er macht sich noch abhängiger von China, lauter Selbstschädigung. Und alle haben gesagt, deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass er das tun wird, geringer als die Wahrscheinlichkeit, dass er nur droht. Warum macht er es aber? Ist er Gaga? Ist er verrückt oder so? Nein, er ist nicht verrückt, er ist auch nicht irrational. Er handelt nur nach einer anderen Rationalität. Warum? Er sieht die Welt anders als wir. Er glaubt, wir bedrohten ihn, was ja verrückt ist. Ich meine, die NATO bedroht niemand. NATO-Truppen stehen nur auf Gebiet von NATO-Staaten. Russische Truppen stehen im Moment in 3 europäischen Staaten ohne deren Zustimmung. Im Ukraine-Krieg, in Georgien, in der Republik Moldau. Und wenn die Weißrussen frei wären, zu sagen, ob sie es wollen oder nicht, wären sie wahrscheinlich auch nicht einverstanden, dass so viele russische Truppen bei ihnen stehen. Das heißt, wenn man es so sehen will, ist die Bedrohung eher Russland. Er sieht die Welt anders. Und er handelt aus dem Denken eines Geheimdienstoffiziers. Und ein Geheimdienstoffizier, ein sowjetischer Geheimdienstoffizier, das ist seine Ausbildung, glaubt, es sind ständig irgendwelche Verschwörungen unterwegs. Ständig will mir einer am Zeug flicken, will nicht nur mein Land bedrohen, sondern meine Macht. Das sagt er auch immer wieder. Und dann kommt noch eines hinzu, das ist wichtig und das ist typisch für einen autoritären Führer, der über lange Zeit an der Macht ist, der sich selber erfolgreich sieht, dass er sich zunehmend isoliert. Der Mann ist völlig alleine unterwegs. In sowjetischen Zeiten gab es immer noch eine Institution, das hieß das Politbüro der Kommunistischen Partei, die haben den Generalsekretär kontrolliert. Und wenn der in die Irre gelaufen ist, haben sie ihn abgesetzt. Der letzte interessanterweise war Erich Honecker, der 89 noch abgesetzt worden ist von seinen eigenen Leuten. Das gibt es in Russland nicht mehr. Er ist nicht kontrolliert und er ist auch nicht mehr gut beraten. Warum? Weil in einem autoritären System, das mit Unterdrückung, mit Bedrohung regiert, natürlich auch die Leute um ihn herum Angst haben, ihm möglicherweise etwas erzählen zu können oder zu müssen, was er nicht hören will. Und wozu führt das? Man erzählt ihm das, was er möglicherweise gerne hören würde. Ergebnis ist, er hat ein falsches Bild gehabt von der Wirklichkeit in der Ukraine, von unserer Entschlossenheit, von den Fähigkeiten der ukrainischen Streitkräfte und von seinen eigenen Fähigkeiten. Und dieses alles zusammen hat ihn zu dieser schrecklichen Entscheidung geführt, einen Krieg zu versuchen, von dem er glaubt, dass er ihn ganz schnell zu Ende bringt. Nicht? Er stößt vor, erobert Kiew, räumt die angeblichen Nazis, die da sitzen, unter einem jüdischen Präsidenten und einem jüdischen Oppositionsführer in der Ukraine ab und dann laufen ihm die Ukrainerinnen und Ukrainer jubelnd in die Arme. Das Gegenteil ist der Fall gewesen und da sehen wir, wie falsch sein Bild von der Wirklichkeit gewesen ist. Das erklärt diese Aggression. Also ein Bild, das haben wir alle immer wieder gesehen, in den sozialen Medien, aber auch in den Zeitungen, das ist immer dieses Bild, wo Putin auf der einen Seite eines ganz langen, langen, langen Tisches sitzt und auf der anderen Seite dann der jeweilige Gast, zuletzt der Generalsekretär der UNO, Herr Guterres, der dann da auf Abstand gehalten wird. Und Sie sagen, ja, er hat ein falsches Bild von der Wirklichkeit. Ich finde ein bisschen dieser Tisch, diese Distanz und wie das inszeniert wird, drückt das etwas aus. Aber auch das müsste uns ja nicht verborgen geblieben sein, dass er sich so entwickelt. Diese Fehlwahrnehmung der Wirklichkeit, was hat dazu beigetragen? Und dann frage ich nachher noch, zur Fehlwahrnehmung der Wirklichkeit gehört natürlich auch, dass er aus einem anderen Verständnis heraus die russische Realität wahrnimmt, ein anderes geschichtliches Verständnis heraus. Er fühlt sich als Russe und als derjenige, der in der Nachfolge der Sowjetunion dort regiert, natürlich anders als wir, die wir in westlichen Demokratien sozialisiert worden sind. Also nochmal, was hat dazu beigetragen, dass auf einmal er diesen Tisch bauen lässt?
an dessen Ende auch seine eigenen Leute zum Teil sitzen. Von denen ist er genauso distanziert, das zeigt das. Und es zeigt, dass es gab so ein Treffen mit den wichtigsten Männern des Landes, Frauen kommen der russischen Führung praktisch nicht vor, kurz vor Kriegsausbruch, wo er angeblich eine Beratung mit denen durchgeführt hat. Er saß da vorne in der Mitte, die saßen alle ganz weit weg im Halbkreis und das war angeblich eine Beratung. Was war es? Das war eine Beifallskundgebung. Das waren Klaköre, wie man sagt, Leute, die ihm applaudieren mussten, die keine abweichende Meinung äußern mussten, die er zum Teil kritisierte, wenn sie das Falsche sagten, die er quasi am Ohr zog, die er in die Selbstdemontage vor laufender Kamera trieb. Da ist nochmal keiner, der ihn kontrolliert und keiner, der ihn berät. Und hier sind wir beim ungeheuren Wert der Demokratie, der Möglichkeit zum Widerspruch. Der Möglichkeit zum Widerspruch von uns als Wählerinnen und Wählern zu sagen, die Regierung wollen wir nicht mehr, wir wählen jetzt eine andere. Oder wir sind einverstanden und dann wählen wir Schleswig-Holstein, so wie das gestern passiert ist. Aber auch danach im Parlament tritt die Opposition auf, kritisiert die Regierung öffentlich. Es gibt öffentliche Debatten, wir haben freies Gespräch darüber. Das alles gibt es in Russland nicht mehr. Ja, man ist nicht kontrolliert, nicht beraten. Und in diesen 2 Jahren der Pandemie hat sich eines gezeigt, kaum ein internationaler Führer hat sich so isoliert und abgeschirmt, aus Angst sich anzustecken, wie Wladimir Putin. Es ist kaum noch jemand an ihn rangekommen, er hat immer weniger Gespräche geführt und er hat sich quasi verabschiedet, das hat ein Stück weit vielleicht auch mit Alter zu tun, in eine Situation, wo er sich nur noch mit der Geschichte, die er völlig falsch wahrnimmt, darüber kann man sprechen, beschäftigt hat, wo er zurückgekehrt ist zu so großrussischen Gedanken, wir haben eine historische Mission. Wir sind die letzten Bewahrer der europäischen Werte und wir müssen das alte Russland irgendwie zusammenschmieden. Darum geht es ihm. Dazu gehört nämlich aus seiner Sicht mindestens der Osten der Ukraine und Belarus und so weiter. Und da ist er auf diese Mission losgezogen mit dieser Vielzahl falscher Eindrücke und Wahrnehmung und ist zu diesem schrecklichen und falschen Entschluss gekommen. Nicht? Dieser Krieg ist ja blamabel für ihn bisher. Er hat ihn, wenn man sich das vorstellt, das riesige Russland, fast 1 Million Soldaten unter Waffen, nicht geschafft, die Ukraine bisher zu besiegen. Und die Ukraine, kann es sein, dass Putin, weil da wird immer, wenn man ihn sieht und wenn er redet, also in diesen 2 Jahren der Pandemie, wo er sich zurückgezogen hat und sich mit der Geschichte intensiv befasst hat und nur er für sich selber seine Schlüsse gezogen hat, kann es sein, dass er, weil er das auch schon angedeutet hat, den ukrainischen Staat gar nicht akzeptiert. Also er kennt gar keine Ukraine. Wenn man ihn sieht und reden hört, tut er immer so, als gäbe es sie überhaupt gar nicht. Aber sie gibt es ja. Es ist ein Staat, ein souveräner Staat mit einer Regierung, mit Grenzen, die für unverletzlich erklärt worden sind und mit einem Selbstbestimmungsrecht. Die Ukraine und das ukrainische Volk dürfen selber sagen, was sie wollen. So wurden sie von uns wahrgenommen. Putin hat mal da gesagt, es gibt gar keine Ukraine, die haben kein Existenzrecht. Warum, wie kann er so denken? Warum sagt er das? Das ist dieser tiefe Rückgriff auf die Geschichte. Wenn man die russische Geschichte verstehen will, muss man 1000 Jahre zurückblicken. Da wird zum ersten Mal so etwas Ähnliches wie Staatlichkeit in einem Raum gebildet, der den Westen Russlands umfasst. Interessanterweise war Moskau damals noch gar nicht dabei. Weißrussland und den Osten der Ukraine. Und in Kiew, der Hauptstadt der Ukraine, wird Russland damals christianisiert. Das ist sehr wichtig. Kiew ist der Ausgangspunkt nicht nur der Christianisierung, sondern auch russischer Staatlichkeit. Und dieser Raum, dieser Westen Russlands, Weißrussland, Ostukraine, das nennt man die alte Russ. Und seine Vorstellung ist, dass das wieder zusammen sein muss. Und dass er die Aufgabe hat, das zusammenzuführen. Und weil das eben eigentlich eins ist, vor 1000 Jahren mal gewesen, kommt er zu dem Schluss, das kann ja gar nicht sein, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer einen eigenen Staat bilden wollen. Die sind ja nur verführt worden. Wir gehören doch alle zusammen, wir sind doch Brüder und Schwestern. Und in Moskau habe ich dann oft gesagt, ja, ihr seid toll, dann führt doch keinen Krieg gegen eure Brüder und Schwestern. Ihr entfremdet ja nur immer mehr. Und die ukrainische Staatlichkeit und ihr Unabhängigkeitsstreben geht weit zurück. Ins frühe 19. Jahrhundert gab es bereits Bestrebungen, einen eigenen ukrainischen Staat aufzubauen. Es ist eine eigene Kultur, ein eigenes Land.
Und das hat er in diesem verzerrten historischen Denken nicht mehr wahrnehmen wollen. Hat gesagt, die gibt es eigentlich gar nicht und wir müssen die zurückführen. Das fiel uns schon 2014 in Moskau auf, dass man immer geglaubt hat, man muss die beglücken quasi und zu ihrer eigentlichen Berufung zurückführen. Das ist natürlich auch ein bisschen altes sowjetisches Denken, nicht? Wo man die Menschheit zu einem Glück führt, von dem sie noch gar nichts ahnt und sie notfalls dazu zwingt. Und da sind wir wieder. Aber das sind wir jetzt in der Welt der Wahrnehmung. Ganz wichtig, also das kennen wir von uns selber ja auch. Manchmal sind die Dinge ja nicht so, wie wir sie wahrnehmen. Sie sind so, wie wir sie gerne hätten und wie wir sie gerne wahrnehmen würden. Und ein Staatschef oder ein Diktator, ich sage jetzt mal Diktator, Kriegsverbrecher und ich sage auch Verbrecher an seinem Staat, der sich maßlos bereichert. In dieser Welt der Wahrnehmung, Sie sagten das eben, spielen zwei Dinge eine Rolle. Das eine ist, aus der Geschichte heraus gibt es keine Ukraine, gibt es kein ukrainisches Volk. Die sind nur verführt worden, wahrscheinlich vom Westen. Das bedient die Verschwörungstheorie. Und die andere Dimension der Wahrnehmung ist, das hat Putin ja selber gesagt, der Zusammenbruch der Sowjetunion war die größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Also, was passierte beim Zusammenbruch der Sowjetunion? Und er wurde da ja als Geheimdienstchef sozialisiert. Also, was diese beiden Dimensionen zusammengenommen ermutigen ihn, da muss er jetzt nach dem Rechten schauen und muss dafür sorgen. Was, wieso der Zusammenbruch der Sowjetunion, wieso kein ukrainisches Volk? Da sind wir an einem ganz wichtigen Punkt, den Sie ansprechen. Dieser Satz von ihm, der Zusammenbruch der Sowjetunion, war die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Was meint er damit? Als 1992 die Sowjetunion zusammenbricht, endet nicht nur der Kommunismus, dem weint auch in Russland, weinen nicht mehr so viele nach, aber es zerfällt das alte russische Reich, das in dem Moment den Namen Sowjetunion trug, aber im Grunde genommen das gleiche Großreich gewesen ist, ein Kolonialreich. Wenn wir von Kolonialreichen sprechen, dann denken wir an Spanien, England, Frankreich, die sind irgendwie nach Übersee und haben sich da was erobert. Aber es gibt auch Kolonialreiche, die sich über Land erstrecken und das ist Russland gewesen. Und über die Zeit und zum Teil erst sehr spät hat man immer neue Landteile dazugeholt. Übrigens von China interessanterweise im 19. Jahrhundert einen riesigen Landstreifen, wenn ihr euch die Landkarte anguckt, östlich von China. Ganz unten an der Spitze liegt eine Stadt, die hat man programmatisch genannt, beherrsche den Osten, Wladiwostok. Die Chinesen wissen noch, dass das mal ihnen gehört hat. Man nimmt sich Zentralasien, den Kaukasus, alles. Und das läuft plötzlich 1992 auseinander. Und das ist für ihn und viele Menschen in Russland ein großes Trauma. Und dieses hat man nicht aufgearbeitet. Damit sind wir einem wichtigen Punkt. Man hat sich in Russland nicht mit der eigenen Geschichte auseinandergesetzt. Es hat mutige Frauen und Männer gegeben, die versucht haben, das anzustoßen. Aber am Ende hat er es eben vorgezogen, eine Erzählung aufzubauen, wo das nicht nur auseinanderfällt, sondern auseinandergestoßen worden ist vom bösen Westen. Und dann kommt er an und haut uns immer sein Trauma auf den Tisch. Hier, wir haben Schreckliches erlebt. Das müssen wir ändern. Darauf müsst ihr euch einlassen. Und er sieht nicht, dass jeder in Europa sein Trauma hat. Die Esten oder die Letten haben furchtbar zur sowjetischen Zeit gelitten. Verschleppungen, Ermordungen, Unterjochung, alles. Polen mit seinem furchtbaren Schicksal des Zweiten Weltkrieges, an dem Deutschland wie die Sowjetunion ihren Anteil hatten. Rumänien, man kann jeden aufzählen. Und nur wenn wir akzeptieren, dass jeder von uns eine schreckliche Geschichte ist, hat, nur wenn wir akzeptieren, dass wir uns mit dieser Geschichte beschäftigen und auseinandersetzen müssen und Lehren daraus ziehen, haben wir eine Chance, erfolgreich Zukunft zu gestalten. Wenn jeder ankommt und sagt, hier ist übrigens mein historisches Problem, löst das mal bitte, und nicht sieht, dass die anderen gleiche Probleme haben, sind wir verloren. Da kann man sagen, ja, die Krim gehört eigentlich mir. Da fallen mir Dutzende Beispiele in Europa auf, dass man sagen kann, also wenn in Frankreich das Wahlergebnis falsch ausfällt, dann wäre es vielleicht gut, wir schicken die Bundeswehr ins Elsass. Ja, das ist doch Gaga. Ja? Und Südtirol gehört eigentlich zu Österreich und nicht mehr zu Italien oder so. Nur wenn wir uns an Regeln und Verträge halten, nur wenn wir sehen, dass jeder seine schwierige Geschichte hat und die des anderen akzeptieren, sie gemeinsam aufarbeiten, nur wenn wir im Fall Russlands akzeptieren, dass die Sowjetunion nicht umgestoßen worden ist, dass sie implodiert ist, dass sie an ihrem verfehlten politischen und wirtschaftlichen Modell gescheitert ist,
dass es ein Selbstscheitern der Russen auch gewesen ist damit. Nur dann können wir erfolgreich Zukunft gestalten. Und das fehlt in Russland, diese Aufarbeitung der Geschichte. Jetzt ist sie implodiert und rauskamen dann, also vorher war das ein großes Reich, der Sowjetunion, wie der Name schon sagt, und nachher kamen raus lauter Nationalstaaten. Und das, der russische Staat aber, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, deckt sich in etwa mit dem noch des Zarenreichs. Das heißt, also zu diesem Zarenreich gehörte aber Ukraine dazu, jedenfalls in Teilen. Und aus dem Denken heraus gibt es gar keine Berechtigung, weil er muss das Russland wiederherstellen. Kann man das so verstehen oder was motiviert ihn? Ja, das kann man so verstehen, dass er dieses alte, imperiale, diese Weltmacht Russland wiederherstellen will. Er will nicht die Sowjetunion aufbauen. Es geht ihm darum, wieder dieses starke Russland aufzubauen. Und wir wissen nicht, wie weit er geht, ob er demnächst sagt, ja, Georgien hat eigentlich auch mal dazu gehört und andere Länder. Eine Hoffnung dürfen wir behalten, dass er sehr genau weiß, wo die Grenze ist, wo er die Eskalation zu weit treiben wird. Und wo ist die? Dort, wo er eine Außengrenze der NATO überschreiten würde. Nicht? Die NATO, der Verbund von Staaten, hat ja einen Grundsatz, wenn einer angegriffen wird, werden alle angegriffen. Und dazu gehören zum Beispiel die baltischen Staaten, Estland, Lettland, Litauen. Und ich denke, ihm ist sehr klar, was im NATO-Vertrag steht, welches Risiko er eingeht, wenn er über diese Grenze gehen würde, dass er das nicht auch noch einfach dazu holen kann. Und dass er deswegen bisher diese Zurückhaltung übt, eine direkte Auseinandersetzung mit der NATO zu wählen. Und ich vermute, dabei wird er versuchen, auch zu bleiben. Aber er nimmt sich das Recht, eben dieses alte Russland zusammenzuführen und führt uns in eine Welt der Konfrontation. Und daraus müssen wir einen Schluss ziehen. Wir müssen uns darauf einstellen. Wir müssen einen Schluss für Europa ziehen, den wir bisher zu wenig gezogen haben. Und Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, dass Europa manches nicht so gut gemacht hat. Wir müssen uns als Europäer auch stärker zusammenschließen in einer gemeinsamen Außenpolitik, in einer Sicherheitspolitik. Wir müssen als Europäer handlungsfähig werden. Die meisten Europäer sind ja auch Mitglied der NATO. Und warum sind wir so gut geschützt? Weil wir als Verbündeten die Amerikaner haben. Nicht die Amerikaner gewährleisten die Sicherheit Europas. Aber keiner von uns weiß, wer in 2 Jahren im Weißen Haus sitzen wird. Ob das wieder Donald Trump ist, der schon mal austreten wollte aus der NATO, oder jemand, der anders heißt und genauso denkt. Darauf müssen wir eingestellt sein. Ich denke, dieses nordatlantische Bündnis ist zusätzlich zur Europäischen Union eine geniale Konstruktion, Frieden und Sicherheit zu gewährleisten, Wohlstand zu mehren. Aber wir wollen nicht ausschließen, dass die USA plötzlich neue Wege gehen. Dann sind wir auf uns gestellt, dann müssen wir handlungsfähig sein. Und noch eines vielleicht, wir müssen in dieser Konfrontation, die er gewählt hat, in dem Graben, den er aufgerissen hat, bereit sein, jene Länder, die zwischen uns, der EU und Russland liegen, das Angebot machen, ebenfalls zu uns zu kommen. Der Ukraine, Georgien, der Republik Moldau. Und daran müssen wir intensiv arbeiten, dass die diese Chance auch bekommen. Und dazu gehört es, dass die Ukraine in der Lage ist, ihren Weg in die Zukunft selbst zu bestimmen. Und dass nicht Wladimir Putin sagt, wohin sie geht, sondern die Ukrainerinnen und Ukrainer. Gut, soweit sind wir noch nicht, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, aber die 2 Punkte, die Sie angeschnitten haben, am Europatag darf man schon daran erinnern, dass die europäische Einigung natürlich auch voller Versagen und Defizite ist. Und die kommen uns jetzt teuer zu stehen, wie Sie es erwähnt haben. Und eines davon ist, weil wir nicht mit einer Stimme sprechen in der Außenpolitik, weil wir unsere Verteidigung nicht europäisch regeln konnten. Das zeichnet ja einen Staat aus. Ein Staat spricht mit einer Stimme nach draußen. Ein Staat hat eine Verteidigung, eine militärische Verteidigung, und die dann die Bürgerinnen und Bürger dann schützt. Das haben wir jetzt nie geschafft, weil die Europäische Union sich natürlich auch nicht als Staat oder Superstaat versteht. Aber zur Erinnerung, es gab eine Zeit, bevor die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft geschaffen wurde, bevor die einzelnen Wirtschaftsbereiche sich vereinigt haben, gab es eine Zeit, das war das Jahr 1954. Und da war alles schon in trockenen Tüchern. Das Auswärtige Amt, wo Sie ja auch waren, und auch das Bundeskanzleramt und die Kollegen auf französischer Seite hatten alles unterschriftsreif vorbereitet
für eine europäische Verteidigungsgemeinschaft. Das war in Deutschland durch. Und dann kam es zur Abstimmung in Frankreich. Und Herr Botschafter, Sie kennen das besser als ich. Vielleicht erzählen Sie es noch weiter, weil das kommt uns jetzt schon teuer zu stehen. Ja, wir haben es damals eben nicht geschafft, weil Frankreich auch noch eine andere Weltsicht hatte. Nicht? Man war eben noch eine internationale Großmacht, man handelte auch noch kolonial. Frankreich hatte damals noch Kolonien, Großbritannien tat das auch. Wir waren in einer anderen Wirklichkeit und wir waren nicht ganz so konkret gefordert, weil die Sowjetunion noch nicht gezeigt hat, wie bereit sie zur Aggression war. Gut, sie hat es einmal bereits getan, sie hatte 1953 die Freiheitsbewegung in der DDR unterdrückt, militärisch und brutal, aber da kam 1956 der Ungarnaufstand, es kam 1968 der Versuch der Tschechen und Slowaken, die Freiheit zu gewinnen, immer hat die Sowjetunion brutal unterdrückt. Aber wir sind nie so existenziell gefordert gewesen, wie in der jetzigen Zeit. Und deswegen denke ich, das muss, und ich hoffe, es wird, ein Weckruf sein, für uns näher zusammenzustehen. Und eines hat sich ja gezeigt in den letzten Wochen. Die Europäer stehen zusammen. Und diese alten Differenzen rücken ein Stück weit zur Seite. Und die Bereitschaft, gemeinsam zu handeln, ist gewachsen. Man beginnt in Brüssel intensiv darüber nachzudenken, wie könnte das aussehen, gemeinsame Handlungsfähigkeit, in der Lage sein, diese großartige Konstruktion zu schützen. Und noch eines, Sie weisen zu Recht darauf hin, dass Europa immer voller Defizite und Versagen und Widersprüche gewesen ist. Ich habe zum ersten Mal vor bald 50 Jahren der Europawahl wählen dürfen. Da galt, hast du einen Opa, schick ihn nach Europa. Es gab Europamüdigkeit, alle waren frustriert, nichts klappte. Das hat es immer wieder gegeben. Aber im Rückblick können wir erkennen, wie viel wir dann doch geschafft haben. Wie gut dieses Europa zusammengewachsen ist. Ich brauchte immer einen Pass, wenn ich nach Belgien fuhr oder nach Frankreich oder sowas. Das ist alles weg. Wir haben diesen großen Raum der Freiheit, der Zusammenhalt, der Offenheit geschaffen. Und ich finde, das ist toll und darauf kann man hinweisen. Das darf uns nie davon abhalten, unsere Fehler zu sehen, unsere Schwächen zu sehen und an denen zu arbeiten, zu versuchen, sie auch zu überwinden. Gut, aber jetzt der Krieg. Der schlimme Krieg, der furchtbare Krieg und die Krise geben uns jetzt, wie Sie sagen, eine Chance, dass wir das, was wir in der Vergangenheit vermasselt haben, dass wir das jetzt neu formulieren und schnellstmöglich auf den Weg bringen, um einfach eine Antwort zu haben auf die drohende Konfrontation und auf die stetige Konfrontation, die uns jetzt erwarten wird. Jetzt noch zwei Punkte. Der eine Punkt, der betrifft, warum geht niemand gegen Putin vor? Warum gibt es niemand aus dem russischen Volk? Warum ist da so viel Zustimmung? Warum sehen das die meisten Russen auch so, wenn man den Medien da Glauben schenken darf? Warum steht da jetzt nicht einer auf? Und man hat ja hier schon gehört, also der Putin, der muss doch weg. Und wenn der Putin weg ist, dann ist alles gelöst. Zur Haltung der Menschen in Russland zwei Punkte. Zum einen gibt es sehr viele, die dieser Politik zumindest bisher zugestimmt haben. Warum? Weil sie dieses Trauma nochmal, dieses Nicht-Aufarbeiten der Geschichte, diese Haltung, wir sind furchtbar beschädigt worden, wir haben unser altes Reich verloren, wir sind gedemütigt worden, wir sind schwach und so weiter. Das trägt so jeder mit sich rum, weil es ihm die staatliche Propaganda auch ständig eintröpfelt und einbläut. Und mithilfe der Propaganda in einem Land, und da haben Sie recht, das dabei ist, von einem autoritären Staat zu einer Diktatur überzugehen, ist diese Propaganda umfassend. Es gibt nicht den kleinsten Ansatz mehr unabhängiger Meinungsäußerung, freier Medien. Die ganze Zeit wird den Leuten erzählt, wir sind bedroht, wir müssen den Faschismus in der Ukraine beenden, wir sind wieder in einer Situation wie 1945, wo wir auch den Faschismus bekämpft haben. Das wird Wladimir Putin uns heute erzählen, wenn er es nicht gerade tut. Er hält jetzt in diesen Minuten seine Ansprache anlässlich der Parade und da hat er das Land ein Stück weit zusammen. Damals mussten wir den Faschismus bekämpfen, heute. Das heißt, es gibt ein Stück weit eine Zustimmung, auch weil er den Menschen verspricht, im Land herrscht Ordnung und Stabilität, das ist auch wichtig, aber es kann natürlich einen Punkt geben, an dem das Volk beginnt, unzufrieden zu werden. Es gibt in Russland den Satz, siegt der Kühlschrank oder siegt der Fernseher? Der Fernseher, das ist die staatliche Propaganda, die siegt bisher noch. Diese große Lüge, die er aufbaut, mit der alle überzieht und dass die Leute glauben, ja wahrscheinlich sind wir gerade im Kampf gegen den Faschismus, das hält die Leute zusammen. Aber wenn seine
Situation so schwierig wird und sie ist dabei schwierig zu werden, weil wir richtigerweise diese strengen Sanktionen verfügt haben, dass er nicht ständig auch sein Volk bestechen kann, denn er kauft sich ständig Zustimmung, indem er irgendwelche Probleme mit Geld löst und, wie es im Film Casablanca heißt, die üblichen Verdächtigen verhaftet, anstatt richtige Reformen zu machen und die Wirtschaft voranzubringen. Das Land ist in einer wirtschaftlich ganz problematischen Verfassung. Wenn ihm das nicht mehr gelingt, dann kann es sein, dass die Stimmung kippt. Und dann kann es sein, wie in vielen Ländern, dass es plötzlich zu einem Aufbruch aus einem kleinen Anlass kommt. Denken wir an den arabischen Frühling. Denken wir daran, dass in der Ukraine, Georgien, in anderen Ländern oder nach 1989 in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion plötzlich die Leute sagen, jetzt habe ich die Nase voll. Das ist ja alles schön und gut mit der Krim und der Ukraine, aber hier, ich will sicherstellen, dass meine Kinder vernünftig ernährt werden. Ich will sicherstellen, dass meine Gesundheitsversorgung klappt und so weiter. Und dann kann es sein, dass dazu kommt. Mittelfristig muss ich ehrlich sagen, sehe ich diesen Punkt noch nicht für gekommen. Was ich nicht ausschließen würde, ist, dass es in der Führung Unzufriedenheit gibt. Dass in der Führung, insbesondere im Militär, würde ich sagen, es jene gibt, die sagen, der führt uns hier völlig ins Verderben. Das tut er ja auch. Der führt einen Krieg, der falsch ist. Auch das russische Militär hat ein Selbstverständnis und sagt, wir sind nicht für alles da. Und er ist möglicherweise dabei, den noch weiterzuführen, den müssen wir stoppen. Dann kann es sein, dass zu einem Umbruch kommt. Aber ich würde befürchten, dass auch dann die Natur der Führung, die Natur der russischen Außenpolitik ähnlich bleibt. Vielleicht nicht gleichermaßen so aggressiv. Eine neue Führung wäre in der Lage zu sagen, ja, der Ukraine-Krieg war ein Fehler, den beenden wir jetzt. Aber wir würden in dieser Situation der Konfrontation bleiben. Und deswegen sind wir gut beraten, uns darauf einzustellen und uns darauf, wie Sie es gesagt haben, richtig vorzubereiten. Also die Lehren draus zu ziehen für die europäische Einigung so schnell wie möglich, eventuell einen zweiten Verfassungskonvent anzustreben, in dem dann die Defizite, die in der Vergangenheit aufgetreten sind, wo wir es vermasselt haben, neu angepackt werden, Stichwort Außenpolitik, Verteidigungspolitik und vielleicht noch anderes mehr. Ich habe gute Freunde in Russland, mit denen habe ich viel Zeit verbracht. Ich war auch viele Male, nicht nur in Moskau oder in St. Petersburg, sondern auch in Rostow am Don. Das ist ungefähr 120, 140 Kilometer von Mariupol entfernt. Und ich habe erst heute Morgen mit denen nochmal gesprochen über Textnachrichten. Die dürfen ja gar nicht Krieg sagen. Also wenn ich dann etwas schreibe zu Krieg, schreiben die mir immer zurück und sagen aber Konflikt. Also die dürfen nicht Krieg sagen. Wenn sie Krieg sagen, werden sie bestraft. Das gehört zur Diktatur dazu, dass man das Volk dann unterdrückt und dass man genau vorgibt, was man sagen darf und was nicht. Das ist Diktatur. Und diejenigen, die jetzt da in eine Opposition gehen könnten und sie sagten, wenn es schlimmer kommt für das Volk, dann würden die aufstehen. Sehen Sie das im jetzigen Moment? Ich sehe es, wie gesagt, noch nicht, dass es bald geschehen könnte. Es kommt eines dazu, was die Haltung der Menschen in Russland prägt. Das ist die Angst, und die ist nicht unberechtigt, vor dem, was Sie gerade richtig geschildert haben, nämlich der Unterdrückung, der Repression. Das heißt, jeder, der irgendwie sich ein bisschen kritisch äußert oder nur das falsche Wort benutzt, nicht? Diktaturen besetzen auch die Sprache. Sie stehlen uns die Sprache, man darf nicht Krieg sagen. Jeder, der das tut, droht sofort brutal unterdrückt zu werden. Wer heute gegen diesen Krieg in Russland protestiert, riskiert bis zu 15 Jahre Lagerhaft. So. Und die Menschen tragen mit sich die schreckliche Erfahrung aus der Sowjetunion, vor allem aus der Zeit von Stalin vor dem Zweiten Weltkrieg, als er brutal sein Land terrorisiert hat, als Millionen von Menschen ums Leben gekommen sind. Und in jeder russischen Familie gibt es heute eine Erinnerung daran und eine zweifache, widersprüchliche. Es hat Opfer gegeben und es hat Täter gegeben. Und die Erinnerung daran, dass die Unterdrückung so brutal und sein kann, schreckliche Folgen haben kann, die steckt in den Menschen drin. Man sagt, der Sowjetmensch lebt fort. Und auch das zusätzlich zu dieser Propaganda hält die Menschen davon ab, kurzfristig zu einem Protest zu kommen. Und wie Sie habe ich Freundinnen in Russland. Wir haben 5 Jahre da gelebt, meine Frau und ich. Und es tut mir im Herzen weh, wie dieser Mann sein eigenes Land ins Verderben führt. Russland ist ein wunderbares Land. Es ist ein Land mit großartigen Menschen, einer fantastischen Kultur,
einer teils schrecklichen Geschichte. Mit Menschen, die bereit sind, viel zu leisten, und das alles macht er kaputt. Heute Nacht noch habe ich gesessen und Bewerbungsunterlagen für eine russische Bekannte rausgeschickt an deutsche Unternehmen, ob sie bereit wären, vielleicht diese hochtalentierte junge Frau einzustellen, weil sie dann eine Chance hätte, sich dieser schrecklichen Situation zu entziehen, die sie ganz klar erkennt und von der sie weiß, wie sehr es ihr eigenes Land ins Verderben führt. Das kann ich nur bestätigen, es sind tolle Leute, es ist ein tolles Land. Und deswegen erleben wir im Moment auch, dass Zehntausende aus Russland fliehen, in andere Staaten gehen, vor allem ITler. Und es ging ja jetzt schon so weit, das haben Sie gesagt, dass wenn jemand geltend macht, dass er ITler ist, dann kommt er nicht zum Militär. Denn wer jetzt im Moment eingezogen wird, und Sie nehmen ja vorzugsweise die, die 18 sind, ja, die dann am leichtesten auch zu führen sind, die verlassen das Land. Können Sie da noch ein bisschen was schildern? Man geht davon aus, dass es Hunderttausende sind. Und ich habe dieser Tage eine offizielle Zahl des zuständigen russischen Dienstes darüber gelesen, wie viele Menschen haben in den ersten 3 Monaten diesen Jahres Russland verlassen. Und ich habe selber kaum geglaubt, aber es ist eine offizielle russische Zahl. 4 Millionen Menschen haben Russland verlassen. Da weiß man nicht darunter, wer hat eine Reise gemacht und kommt vielleicht zurück. Aber es sind auf jeden Fall Hunderttausende. Russland erlebt den größten intellektuellen Aderlass seit der Oktoberrevolution 1917. Und Sie haben völlig recht, es gehen die IT-Experten, es gehen die Ingenieure, es gehen jene, die bereit sind, sich für ihr Land einzusetzen und sich zu engagieren, selbstständige Unternehmerinnen, Unternehmer, Leute wie diese junge Frau, die ungemein tüchtig ist und ihr Leben gestalten will für sich und ihre Familie. Die gehen, es gehen nicht nur die frechen Journalisten und die kritischen Künstler, bei denen Wladimir Putin sehr froh ist, dass sie weg sind und nicht mehr rummotzen zu Hause. Nein, es gehen eben auch jene, und die kann man kaum halten, und dann macht man selbst solche Konzessionen, wie dass man sagt, ihr müsst nicht zum Militär als IT-Experten, wenn ihr weiter im Lande bleibt, aber die landen inzwischen alle bei uns. Und das schädigt dieses Land auch so furchtbar. Kommen wir zum Schluss, weil die Konzentration da ja auch nachlässt, aber 2 Fragen sind schon noch wichtig. Die eine Frage ist, die bei uns debattiert wird, was wir für völlig unmöglich gehalten haben und wofür meine Kollegin, die Frau Maschka-Dengler und ich damals schon als junge Leute auf die Straße gegangen sind, als oben in Mutlangen Atomwaffen standen, die taktisch hätten eingesetzt werden können. Die hießen Pershings. Das war die Antwort auf sowjetische Atomraketen, und das war eine sehr gefährliche Zeit. Und da hat man spekuliert, unter Umständen kann da Europa Opfer werden dieser taktischen Atomwaffen. Wie sehen Sie das? Immer wieder wird das gesagt, wird Putin Atomwaffen einsetzen? Müssen wir das einkalkulieren? Wie sehen Sie das? Es ist gut, dass wir darüber sprechen, denn das ist eine Angst, die sehr viele von uns natürlich betrifft. Zum einen, um auf jene Zeit zurückzukommen, von der Sie gesprochen haben, hat sich damals gezeigt, dass die entschlossene Reaktion des Westens auf die damalige Drohung der Sowjetunion, sowas vielleicht einzusetzen, indem wir gesagt haben, wenn ihr das macht, sind wir genauso stark oder stärker, dazu geführt hat, dass es nicht dazu gekommen ist. Das heißt, dieses zwar schreckliche, aber funktionierende System der gegenseitigen Abschreckung hat funktioniert, und damit komme ich zur heutigen Situation, wird auch heute mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit funktionieren. Was meine ich? Natürlich hat er ein großes Arsenal schrecklicher Waffen. Wird er das einsetzen? Die versuchen sich immer an ihre eigenen Vorschriften zu halten in Russland. Und da gibt es 2 Gründe, aus denen man solche Waffen einsetzen kann. Erstens, Russland wird selber damit angegriffen und bedroht oder angegriffen. Das ist nicht der Fall. Die NATO hat ganz klar gemacht, diesen Konflikt wollen und werden wir nicht haben. Und der zweite ist, dass Russland in seiner staatlichen Existenz bedroht ist. Und das kann er aus der jetzigen Situation heraus auch nicht riskieren. Das heißt, wir müssen zunächst zweierlei auch unterscheiden. Wird er Nuklearwaffen gegen uns einsetzen? Das halte ich so gut wie für ausgeschlossen. Weil er genau weiß, was das bedeutet. Er weiß, dass er militärisch schwächer ist. Wie will er sich mit der NATO anlegen, wenn er nicht mal die Ukraine besiegen kann? Er weiß, dass das zur Selbstzerstörung führen würde. Der zweite Punkt aber ist, und da haben Sie recht, wird er möglicherweise das in der Ukraine einsetzen. Und da ist er wieder bei seinen Regeln,
Die Situation in der Ukraine bedroht nicht Russland. Also da müsste er schon sehr weit gehen. Und er hält sich bisher damit zurück. Und ich denke, er wird versuchen, das zu vermeiden, die einzusetzen. Er wird lieber diesen schrecklichen Krieg nochmal, wie man sagt, konventionell eskalieren. Er wird weiter seine Truppen einsetzen. Er wird weiter unterschiedslos Zivilbevölkerung bombardieren, um zu versuchen, die Ukrainerinnen und Ukrainer in die Knie zu zwingen. Und er wird versuchen, darauf zu verzichten, noch weiterzugehen, weil er auch nicht weiß, welche Reaktion das bei uns auslöst. Denn dann wären wir in einer Situation, wo die Sanktionen noch schärfer werden, wo man noch stärker versuchen würde, dass es in Moskau zu einer Änderung kommt. Von daher möchte ich ein Stück weit hier versuchen, diese heiße Diskussion ein bisschen runterzuziehen. Wir sollten davor nicht allzu viel Angst haben. Und vor allem, wir sollten überhaupt nicht immer Angst haben. Es gehört zu den Mitteln solcher Systeme, wie dem von Wladimir Putin, dem anderen immer Angst zu machen. Ich sage irgendwas Ungefähres, das ist sehr beliebt, nicht? Ich sage, ich rufe mal meine Atomstreitkräfte in Alarmbereitschaft. Boff, hat jeder im Westen Angst, was heißt das denn jetzt? Wir dürfen uns nicht Angst machen lassen. Wir sind stark, wenn wir zusammenstehen. Wir sind in der Lage, diese Situation zu bewältigen, ohne selber in den Krieg einzutreten. Aber auch nur dann, wenn wir demjenigen, der angegriffen worden ist, so entschlossen zur Seite stehen, wie wir das tun. Angst ist ein bewährtes Mittel der Unterdrückung in Diktaturen. Da haben Sie dann in der Tat recht. 2008, als ihr noch relativ klein wart, 2008 gab es einen Moment, da wurde darüber diskutiert, zu der Zeit war ich in Brüssel und habe für die europäischen Institutionen gearbeitet. Da gab es einen Moment, weil die NATO ja auch in Brüssel ist, da hat man gesagt, die Ukraine sollte eigentlich zur NATO. Und die Bundeskanzlerin damals, Frau Merkel, hat sich vehement dagegen gewehrt. Haben wir einen Fehler gemacht? Das ist die eine Frage. Und die letzte Frage wäre dann so. Jetzt sind wir seit 24. Februar im Krieg. Wie kommen wir jetzt da raus? Was sind denn die Szenarien? 2008, in einer Situation, als Russland einen Krieg mit Georgien führte, ist genau diese Debatte geführt worden. Auf amerikanisches Drängen hat man gesagt, wir müssen die Georgier und die Ukrainer in die NATO bringen. Und das war die Situation, in der wir zugleich immer noch versucht haben, im Dialog mit Russland durch Verabredung die Situation in Europa friedlich zu halten. Wir haben auch eine Verabredung mit Russland gehabt, die sogenannte NATO-Russland-Grundakte, die sichergestellt hat, dass auch russische Interessen berücksichtigt sind, wenn die NATO ausgeweitet wird und anderes mehr. Im Rückblick würde ich nicht ausschließen wollen, dass bereits 2008, wenn wir gesagt haben, wir holen jetzt diese Länder, die euch in Russland so wichtig sind, gleich in die NATO, dass er sofort beschlossen hätte, damals auch schon Krieg zu führen. Insofern war die Abwägung nicht falsch. Ich meine, hinterher sind wir immer klüger. Aber ich denke, die Abwägung zu sagen, ja grundsätzlich, das war das Ergebnis 2008 jener Beratung, könnte die NATO eines Tages mal, könnte die Ukraine mal in die NATO kommen, aber das schieben wir ein bisschen auf die lange Bank und gleichzeitig versuchen wir, die Ukraine in die EU reinzuholen, die richtige Entscheidung war. Es ist ja auch eine Merkwürdigkeit der russischen Politik, immer nur aufs Militärische zu gucken. Man kann nur Panzer zählen, aber man sieht nicht, dass die eigentliche Herausforderung für Russland die wirtschaftliche ist. 1000 Soldaten an der NATO-Grenze in Estland sind für Russland keine Bedrohung. Aber dass Estland Mitglied der Europäischen Union ist, dass für Russland da eine neue Außengrenze entstanden ist, Handelsgrenze, Zollgrenze, dass in Estland eine Dynamik sich entfaltet hat oder in Rumänien oder wo auch immer, durch den Beitritt zur Europäischen Union, dass da Innovation stattfindet, dass das Gefälle für Russland plötzlich so wird, das hat man irgendwie nie wahrgenommen. Die wirkliche Herausforderung ist die wirtschaftliche gewesen. Zur zweiten Frage, wie kommen wir da wieder heraus? Die Tragödie dieses Konfliktes ist, dass die Vorstellungen darüber, wie er zu Ende gehen könnte, so weit auseinander liegen. Es geht im Kern um einen Punkt. Wer darf über die Zukunft der Ukraine entscheiden? Die Ukrainerinnen und Ukrainer oder Wladimir Putin? Und das liegt auseinander. Wladimir Putin will erreichen, dass er die Ukraine unterjocht. Und Wladimir Selenskyj und die Ukrainerinnen und Ukrainer sagen, nein, wir wollen ein freies Land bleiben. Wir wollen selber unser Schicksal in die Hand nehmen. Wir sind dafür auch bereit, Kompromisse zu machen. Wir werden vielleicht neutral oder wir schieben, sagen wir mal, die Frage, ob die Krim nun besetzt bleiben soll oder nicht, so ein bisschen auf die Bank und verhandeln mal später drüber. Das kann man ja auch alles machen. All dem widersetzt sich Wladimir Putin, sagt, nein, ich will die Ukraine unterjochen.
Deswegen tun sich alle Vermittler so schwer. Der UNO-Generalsekretär kehrt mit leeren Händen aus Moskau zurück. Israel hat es probiert, die Türkei hat es probiert. Interessanterweise hält sich China völlig zurück, das großen Einfluss haben könnte in Kiew wie in Moskau, weil sie genau sehen, dieser Konflikt ist im Moment so schwer zu lösen. Wie könnte er enden? Leider ist zu fürchten, dass Wladimir Putin diesen Krieg versuchen wird fortzusetzen. Und dann kann es einer Situation eines Patz kommen, wo beide sagen, jetzt ist eine Situation, jetzt sind wir so kriegsmüde, wir machen mal einen Waffenstillstand und dann schauen wir, wie wir weiter miteinander vorankommen. Und in der Situation wird es darauf ankommen, wer hat die besseren Hebel in der Hand. Ist das ein Waffenstillstand, wo Russland sagen kann, also wenn ihr jetzt nicht anschließend hier unterschreibt, dass ihr eure Unabhängigkeit aufgebt, dann machen wir weiter. Oder ist es eine Situation, in der die Ukraine so stark ist, dass sie sagen kann, wir werden unsere Unabhängigkeit auch in Friedensverhandlungen hinterher nicht aufgeben müssen, weil wir uns so stark bewiesen haben, dass wir dem russischen Druck uns widersetzen können. Darum wird es gehen, eine solche Situation mindestens zu schaffen, ein Patt, in der Russland sich nicht durchsetzt, in der Wladimir Putin seinen Krieg nicht gewinnt und dem er seine Ziele nicht erreicht. Gut, vielen Dank jetzt mal soweit. Ich schaue auf die Uhr, 10 vor 11 oder 7 vor 11. Ich denke, wir beenden jetzt unser Zwiegespräch fürs Erste und wir haben ja verabredet, dass wir dann das Mikrofon an euch weitergeben. Das ist jetzt natürlich schwierig immer, wer macht den Anfang und wie ist das? Aber es war auf jeden Fall bisher wirklich ganz toll und hochinteressant und ich denke mal, kann man auch mal applaudieren davon, Fritz. Und wir spüren schon, dass wir es wirklich mit einem exzellenten Kenner der Materie zu tun haben und uns glücklich